Hi YouTube, was geht ab? Hier ist Novi und ich begrüße euch zu einem weiteren Video von Modern Warfare 2. Ja Leute, wir warten sehnlichst endlich mal auf Informationen oder mal auf News von Black Ops 3. Ja, und jetzt, wie es aussieht, ist einigermaßen mal etwas Erfreuliches mal geschehen. Und zwar, wie ihr schon die Überschrift gelesen habt, es geht um die Aufträge und um die Waffenbestechung und ihr wisst, was ich meine. Waffenbestechung, 10-mal seltene Vorratslieferung und. Also, ich muss sagen, ich würde sagen, fangen wir einfach ganz von vorne an. Und zwar, es gibt eine Facebook-Seite, natürlich auch eine Twitter-Seite von charlieintel.com. Und ja, das ist eine etwas größere Seite und die sind hergegangen. Und haben mal auf der Facebook-Seite von Call of Duty, haben sie mal die Frage gestellt, wie es denn aussieht mit den Aufträgen und so. Und tatsächlich hat Call of Duty geantwortet, und zwar, stay tuned for more news from Treyarch very, very soon. Also, laut dieser Aussage sollen wir in sehr, sehr naher Zukunft neue Informationen von Treyarch erhalten. Ja, okay. Klingt mal nicht schlecht. Jetzt kommen wir zu den Waffenbestechungen. Und zwar habe ich auch hier für euch ein Bild. Und zwar, das ist von der offiziellen Twitter-Seite von Call of Duty. Und ich habe mich da ein bisschen umgeguckt und bin da tatsächlich über einen Tweet von denen gestolpert. Der ist jetzt circa 20 Stunden alt. Ihr werdet euch jetzt wundern, das war von gestern Abend, also von jetzt. Weil ich jetzt um kurz vor 8 das Video mache heute Abend und das Video erst am Mittwochmorgen veröffentlichen werde. Also nicht wundern, falls da irgendwas mit der Uhrzeit nicht stimmt. Okay, auf jeden Fall, dieser Tweet ist circa jetzt 20 Stunden alt. Der wird wahrscheinlich morgen knapp 30 Stunden alt sein, morgen früh. Auf jeden Fall, es geht darum, die haben tatsächlich getweetet, wenn man das so sagen darf, getweetet oder getwittert, wie auch immer, dass bei Black Ops 3 die Season Pass Inhaber wieder eine Waffenbestechung bekommen sollen, plus die 10 seltenen Vorratskisten, plus 10-mal Liquid Divinium. Nur steht hier kein Datum, es wurde nur mal veröffentlicht. Es besteht wahrscheinlich die, wie kann man das am besten ausdrücken, die Vermutung, laut dem einen oder anderen Aussagen, was ich jetzt so gelesen habe heute Abend, dass wahrscheinlich am kommenden Wochenende, dass da ein Patch kommt. Entweder jetzt zum kommenden Wochenende kommt ein größerer Patch, also ein größeres Update, oder nächste Woche kommt ein größeres Update. Und da wird wahrscheinlich die Aufträge mit dabei sein. Das heißt, dass man wahrscheinlich hergehen kann, wieder eine Waffenbestechung bekommt, plus wieder diese 10 seltenen Vorratslieferungen, plus 10-mal Liquid Divinium. Und dann kommen noch dazu offiziell endlich die Aufträge, wo viele von uns natürlich schon längst warten darauf. Ich finde es wirklich schade, dass das so lange sich zieht. Das zieht sich wie Kaugummi. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, zum Beispiel bei Destiny, ja, da hat es ja auch ziemlich ratzfatz mit diesen täglichen und wöchentlichen Aufgaben auch geklappt. Ich persönlich fand es damals schon ziemlich geil und ich würde es auch echt endlich mal begrüßen, wenn da mal was käme. Ich frage mich sowieso, bei täglichen Herausforderungen, was könnte man da eigentlich gewinnen? Eine gute Frage ist das eigentlich. Was könnte man da eigentlich gewinnen? Vielleicht 10 normale Vorratskisten eventuell? Nee, Quatsch, kannst du jeden Tag 10 normale Vorratskisten gewinnen im Wert von 100 Kryptos. Ja, vielleicht eine seltene Vorratskiste, zum Beispiel. Wöchentlich könnte ich mir vorstellen, 10 seltene Vorratskisten. Und bei diesem Spezialauftrag könnte ich mir vorstellen, dass da halt immer Ding mit dabei ist, eine Waffenbestechungskiste. Was natürlich richtig nice wäre. So wie jetzt das letzte Mal war, mit den 75 gewonnene Spiele, wo man halt erfüllen musste. Also 75 Siege musste man erfüllen, um halt diesen Spezialauftrag freizuschalten. Also, ich bin halt mal jetzt selbst sehr gespannt, was sich da jetzt in der nächsten Zeit tut. Ich hoffe sehr bald endlich, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Leute, wir haben jetzt den 7., ja, jetzt heute Abend den 7. Juni. Morgen ist schon wieder der 8. Juni. Und, das Spiel, kann man rein theoretisch jetzt schon sagen,
Im November ist es vorbei für das Spiel eigentlich. Nein, Quatsch, ich meine, es ist nicht so vorbei. Aber ihr wisst, was ich meine. Im November, am 4. November kommt Infinite Warfare. Und, ja, wie soll das noch weitergehen? Wie soll das dann noch weitergehen? Ich weiß es nicht. Das zieht sich wie Kaugummi bei Treyarch. Wenn man mal überlegt, was sich da alles in einem halben Jahr, wie lange die da Zeit gebraucht haben, um das eine oder andere noch zusätzlich freizuschalten. Jetzt haben sie endlich mal die Musik freigeschaltet. Das hat ja auch eine halbe Ewigkeit gedauert. Am Anfang, glaube ich, war das nicht am Anfang, wo die Waffenschmiede, glaube ich, nicht aktiv war, gell? Das war der Hammer, Leute. Also ich persönlich fand es ehrlich gesagt eine ziemliche Frechheit, wenn man sich mal überlegt, dass die wirklich diesmal 3 Jahre Zeit hatten, ein Spiel zu produzieren, also sprich zu designen und was auch immer, und sich die Idee einfallen zu lassen, ist es ehrlich gesagt lachhaft, wenn man sich das Ganze mal überlegt, wie sich das alles rauszieht. Und ja, ich verstehe es einfach nicht. Naja, okay. Bereiten wir uns da mal vor, dass wir in den nächsten 1, 2 Wochen, denke ich mal, die Aufträge bekommen endlich. Und ja, ich bin dann raus. Ich hoffe, euch hat auch das Video im Hintergrund gefallen. Modern Warfare 2, ich bin mal wieder voll am Suchten. Und ja, ihr wisst Bescheid. Lasst doch bitte ein Like hier und ein Abo. Ich bin raus. Bis dann. Euer Nobi. Tschüss.